Film ist einfach etwas Wundervolles. Meisterwerke wie Pulp Fiction begeistern, The Shining bringt einem zum Schwitzen, Titanic einem zum Weinen und Forrest Gump macht irgendwie alles. Und ich bin mir sicher, Filme werden auch noch lange etwas Wundervolles bleiben. Gleich an zweiter Stelle auf der offiziellen Liste wundervoller Dinge steht die Erde. Ja, auch die Erde ist nicht schlecht. Trotzdem hat sie, wie alles in diesem Universum, auch ihre Schattenseiten. Was für den Film Kommerz, Remakes und Adam Sandler sind, sind für die Erde leider noch immer Armut, Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung. Aber es gibt Hoffnung, denn genau dafür gibt es sinnvolle und rationale Ansätze, wie die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. So soll weltweit eine nachhaltige Transformation stattfinden. Ökologisch, sozial und ökonomisch. Bis 2030 sollen diese 17 Ziele erreicht werden. So, jetzt bin ich aber ziemlich abgeschweift. Was genau hat das jetzt alles mit dem Medium Film zu tun? Das große Problem bei den 17 Zielen ist einfach, dass viel zu wenige davon wissen. Auch erkennen viel zu wenige überhaupt die Notwendigkeit einer zukunftsfähigen Transformation. Und nun kommen wir zum eigentlichen Titel dieses Videos. Kann Film die Welt verbessern? Ja, es braucht bloß Kreativschaffende, die etwas bewegen möchten. Deshalb haben wir uns damals im Jahr 2017 das Ziel gesetzt, mit 17 Films Menschen zu inspirieren und genau dieser Thematik eine Bühne zu geben. Damit haben wir Plätze 1 und 2 der wundervollsten Dinge einfach kombiniert. Nach 2 erfolgreichen Festivals und über 600.000 erreichten Menschen geben jetzt die 17 Ziele den Rahmen vor. In diesem Vorhaben werden wir für 2020 unter anderem von Engagement Global unterstützt. Wie 17 Films funktioniert, ist ganz einfach erklärt. Ob Dokumentation, Fiktion, Reportage, Musikvideo, Stop-Motion oder Video-Essay? Vollkommen egal. Hauptsache ihr macht ein geiles Video, das inspiriert. 17 bis 170 Sekunden habt ihr dafür Zeit. Danach kommt es in einen Bewertungsmixer mit Jury und Online-Voting zusammen und wird anschließend serviert und verzehrt. Und mit serviert und verzehrt meine ich, du erhältst eine Bühne für dich und deine filmische Leistung. Dein Film wird von namhaften Expertinnen und Experten der Bereiche Film, Nachhaltigkeit und Wissenschaft bewertet und obendrauf gewinnst du Preise samt Preisgeld. Das Beste an all dem ist aber trotzdem, du machst währenddessen etwas für unsere gemeinsame, nachhaltige Zukunft. Anschließend kommen die 17 besten Filme auch noch auf Tour und werden mit Projektionen im öffentlichen Raum bespielt. Engagement Global sponsert zudem einen Preis, der deinen Film mit einem großzügigen Werbebudget auf die Kinoleinwand bringt. Klingt gut? Es ist gut. Sogar sehr gut. Deswegen schnapp dir deine Kamera oder reiche deinen passenden, bereits bestehenden Film einfach ein. Hauptsache 17 bis 170 Sekunden. Es geht um zeitgemäßes Aufmerksamkeitsschaffen. Seien wir mal ehrlich, viel länger können wir uns in Zeiten von TikTok sowieso nicht konzentrieren. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Das ist die Chance, mit einem kleinen Film die Welt doch ein kleines bisschen zu verbessern. Denn ohne Erde kein Film. Und so wundervolle Dinge sollte man nicht einfach verlieren.